US-Präsidentin Berlin. Biden und Bundeskanzler Scholz betonen Zusammenarbeit in der Ukraine-Politik. US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz betonten ihre gemeinsame Verantwortung für die weitere Unterstützung der Ukraine. Während seines Besuches in Berlin hat Biden unter anderem mit seinen europäischen Verbündeten über den Krieg in der Ukraine und den Konflikt im Nahen Osten beraten. Today, the Chancellor and I are going to discuss ongoing efforts to surge support to Ukraine's military, to shore up Ukraine's civilian energy infrastructure, which is under constant assault and bombardment from Russia, and to help Ukraine recover by unlocking the value of frozen Russian assets. Scholz schloss sich Bidens Meinung über die fortgesetzte Unterstützung an und lobte das starke Bündnis zwischen den beiden Ländern. Allerdings äußerte er sich auch skeptisch über den Siegesplan der Ukraine. Er bleibt bei seiner Zurückhaltung, Langstreckenwaffen an die Ukraine zu liefern. Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen. Unsere Haltung ist klar, wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Zuvor wurde der US-Präsident für seinen Beitrag zu den transatlantischen Beziehungen mit der höchsten deutschen Auszeichnung geehrt. Vor Biden hat die Bundesrepublik nur George Bush Senior für seine Unterstützung der deutschen Wiedervereinigung damit ausgezeichnet. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die jüngsten Angriffe auf UN-Friedenstruppen im Libanon verurteilt. Bei ihrem Besuch in Beirut bezeichnete sie die Angriffe auf die Interimstruppe der Vereinten Nationen als inakzeptabel. Israelische Angriffe haben Berichten zufolge mindestens 5 Blauhelme im Südlibanon verletzt. Laut Meloni, die nach eigenen Angaben als erste Regierungschefin den Libanon seit Beginn der jüngsten Kriegshandlungen besucht, hat beim EU-Gipfeltreffen diese Woche in Brüssel die Krise im Nahen Osten im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden. Die Menschen in der Republik Moldau werden am Sonntag an die Urnen gehen. Sie werden den nächsten Präsidenten wählen und in einem Referendum darüber abstimmen, ob das Land der EU beitreten soll. Die Meinungen darüber, ob ein EU-Beitritt dem Land die von den Befürwortern erhoffte glänzende Zukunft bescheren wird, sind dennoch geteilt. Acest referendum are cu adevărat chiar o valoare existențială pentru noi, pentru cetățenii moldoveni, fiindcă va determina alegerile de civilizație pentru statul nostru și pentru societatea moldovenească. Noi cu adevărat suntem europeni în sensul că aderăm la civilizația europeană sau continuăm să rămânem sovietici și aparținem unei civilizații care a plecat în istorie. Chișinău schätzt, dass Russland insgesamt bis zu 100 Millionen Euro ausgegeben hat, um den Wahlprozess zu untergraben. Vermutet werden koordinierte Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die Wahl zu beeinflussen oder zu unterdrücken. Am Donnerstag riet der moldauische Ministerpräsident zur Wachsamkeit. Voi, dragi cetățeni, depinde să opriți atacul asupra democrației. Duminică voi faceți alegerea. Ne întoarcem în trecut, singuri, fără resurse pentru dezvoltare, vulnerabili în fața provocărilor sau mergem în viitor. În familia țărilor civilizate. Majoritatea tinerilor care am vorbit aici la Chișinău au spus că își doresc ca țara să facă parte din structurile europene. Pentru ei, integrarea europeană înseamnă locuri mai bune de muncă, dar și o realizare mai bună profesională. Moldovenii așteaptă în primul rând creșterea salariilor și investiții mai bune în infrastructură, în special în infrastructura rutieră. Ungeachtet der Kritiker liegt die Zustimmung der Moldauer zur EU-Mitgliedschaft laut jüngsten Umfragen bei rund 60%.